Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav von F und ich habe etwas, was ich einmal klarstellen muss. Und zwar gab es da so ein Video, das mir in meinem Gedächtnis geblieben ist. Ich hasse diese Waffe. Ich hasse diese Waffe so sehr, ne? Ich hasse diese Waffe. Gott, hasse ich diese Waffe. Ganz ehrlich, hasse diese Waffe. Ich hasse diese Waffe. Boah, ich hasse diese Waffe so sehr. Wie sehr ich diese Waffe hasse. Weil ich diese Waffe so sehr hasse. Es hat mich geplagt und ich kann mich erinnern, ganz viele von euch haben mir geantwortet, das ist sogar meine Lieblingswaffe. Nicht so, wie ich sie spiele. Ich spiele sie nämlich mit Schalldämpfer. Also ganz ehrlich, so wie die Waffe jetzt ist, mittlerweile gibt es schlimmere Waffen. Seit dem Video, was ich damals gemacht habe, sind ganz schön viele Waffen rausgekommen, die ziemlich scheiße sind. Digga, anscheinend wird es genau so wie letztes Mal. Ich rege mich nur auf und das war's eigentlich. Letztes Mal die Folge damit, ne? Das war nur... Digga, Hunted ist natürlich so eine Sache, eine riesen Map für eine Waffe, die wirklich nicht mal auf mittlere Distanz sinnvoll zu benutzen ist. Aber wem sag ich das, ne? Das wisst ihr schon längst. Oh, come on. Ja, Assist. Ich glaube es ja nicht. Ich habe all die Arbeit gemacht. All the Arbeit. Hier ist auf jeden Fall jemand drin. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Alles aus der Hüfte ist mir scheißegal. Holen wir uns. Yeah. Was ist mit dem Typen hier? Komm schon. Treffe ich einmal? Ich habe einen Schuss getroffen. Oh, das ist so anstrengend mit der Waffe, ne? Die verzieht so viel und dann macht sie auch noch kaum Schaden. Ich weiß nicht, in welche Kamera ich gucken soll gerade. Mann. Viel und dann macht sie auch noch kaum Schaden. Oh Gott, jetzt kommen sie hier von beiden Seiten oder was? Ja, tun sie. Nein, ich habe doch meinen Kampffokus eingesetzt, Mann. Wofür setze ich den denn ein, wenn ich den dann nicht benutze? So, ich setze den jetzt einfach präventiv ein, weil ich weiß, dass da jemand kommt. Ja, nice. Und hier ist einer drin auf jeden Fall. Ja, Hater ist draußen. Wie gut ist das denn jetzt? Jawohl. Jawohl. Ich glaube, da war gerade hier einfach alle verletzen. Nice. Ich mache alle Assists. Oh, das macht ja gerade irgendwie mehr Spaß, als ich dachte. Woran das aber liegen mag, das ist natürlich nur zu schätzen. Ja, aber jetzt mal so vollkommen ohne Mist. Was ist hier los, dass ich das so einfach geschafft habe? So, ich gehe jetzt hier. Oh, mein Robocop geht durch. Komm schon. Jawohl. Der Robocop vernichtet auch einfach alle. Hier könnte jetzt... Nein! War das knapp, Mann. Wo ist der? Oh, KR-Einheit hat mich gerade so gerettet, ne? Er ist der beste Mann, weil... Ey, Robocop. Du bist so nice, Mann. Du machst mich stolz auf mein Land. Wo sind die weiteren Gegner? Ich brauche mehr Gegner, um mehr töten zu können. Ja. Komm, Double Robocop. Komm schon, Double Robocop jetzt. Assist, was haben wir noch? Oh mein Gott, wir können echt den doppelten Robocop... Mit der Kackklasse, mit der Faro, mit Schalldämpfer. Oh nein, oh nein. Ja. Ey, wir können das schaffen, ne? Nein! Ich habe keine Munition mehr! Vielleicht kommt er hier rein, dann kann ich ihn einfach schlagen. Komm schon. Ist hier jemand? Da. Was ist das? Wie geil ist das gerade? Ganz ehrlich. Nice. Ich habe jetzt den Last Kill verdient, oder? Ja, ich habe ihn verdient! 29 zu 1! Mit so einer Klasse! Wie angedacht. Das habe ich nicht erwartet. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich habe gezeigt, dass meine Meinung damals auf jeden Fall auch mit der Tatsache zusammenhing, dass ich wirklich schlecht war. Sagen wir mal ganz ehrlich. Das war krass, Mann. Haben wir die 20er-Streak geschafft oder so? Und wir hätten fast den Double-Robocop geschafft. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Und dann bin ich wirklich zufrieden. Heiß, Mann. Richtig heiß. So, was hatten wir für Medaillen hier? Skrupulus hatten wir. Unnachgiebig. Wir hatten ohne Scheiß eine 20er-Streak. Damit bin ich glücklich. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns. Das ist eine vorproduzierte Folge.